Während sich die F-Jugendspieler der Spielvereinigung Ansbach und der TSG Tannhausen auf dem B-Platz zum freundschaftlichen Gekicke trafen, gab es am 9. Mai 2009 nur einige Meter daneben im Pikrol-Sportpark eine wahre Fußballschlacht beider Vereine zu sehen. Denn der Sieger dieser Partie konnte für die nächste Saison schon fast sicher mit der Bayernliga planen. Ansbach begann auch gleich druckvoll hier über Sebastian Mechnik. Der bedient Bastian Weiß vorbildlich, aber der trifft die Latte. Die 20. Spielminute. Philipp Lechner mit einem weiten Ball nach vorne auf Peter Struck aus der Tannhausener Abwehr. Und der mit einem katastrophalen Fehlpass auf Bastian Weiß. Und der bedient Kapitän Tobias Strauß vorbildlich und der fackelt nicht lange. Und lässt Sebastian Steidle im Tannhausener Tor keine Chance. Es deutete alles darauf hin, dass die Ansbacher an den Erfolg vom vergangenen Mittwoch gegen den VfL Frohnlach anknüpfen konnten. Von Tannhausen bisher noch nichts zu sehen. Die 30. Spielminute. Wieder die Spielvereinigung Ansbach am Drücker, diesmal über rechts. Und wieder kommt Tobias Strauß zum Schuss, aber diesmal bleibt Sebastian Steidler im Tannhausener Torsieger. Letzte Szene vor der Halbzeit, Freistoß Tannhausen. Und Robert Kovacic blockiert diesen Freistoß mit dem Gesicht, musste längere Zeit behandelt werden, konnte aber weitermachen. Halbzeit stand damit im Pikrol Sportpark 1:0. Die 59. Spielminute, erste nennenswerte Chance für Tannhausen und der Ball ist plötzlich im Tor. 59. Spielminute. Torschütze war die Nummer 30, Michael Geldhauser. Das Ganze noch einmal in der Zeitlupe. Der Ball kommt über links, dann Stefanovic mit dem Kopf und dann ist Geldhauser zur Stelle. Die Partie jetzt immer verbissener. Besonders Tannhausen ging hart in die Zweikämpfe, so wie hier Stefan Selig mit einem Foul an Robert Kovacic, für das er die gelbe Karte sieht. Die nächste Szene, nur wenige Minuten später, ist keine Zeitlupe der vorangegangenen. Wieder Stefan Selig mit einem harten Foul an Robert Kovacic. Der ist verletzt und musste ausgewechselt werden. Und Stefan Selig wird hier auf Schärfste ermahnt vom Schiedsrichter, durfte aber noch auf dem Platz bleiben. Dann wieder Tannhausen mit einem harten Freistoß von Stefanovic, der aber knapp das Tor verfehlte. Die 74. Spielminute. Ball gewinnt Tannhausen und Ralf Zimmermann tanzt hier durch die gesamte Ansbacher Abwehr, bedient Stefanovic und der schiebt den Ball zum 1:2 ins Tor. Die Führung für Tannhausen zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Die Ansbacher wirkten seit Beginn der zweiten Halbzeit müde. Das Nachholspiel vom vergangenen Mittwoch zollte sein Tribut. Der plötzliche Rückstand war ein Weckruf für die Spielvereinigung Ansbach, die jetzt wieder das Tempo erhöhten und versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Dann dieser Pass von Strauß auf Mechnik und dieser wird zu Fall gebracht und Schiedsrichter Benjamin Brandt zögert keine Sekunde und gibt Elfmeter. In der Zeitlupe eindeutig zu sehen, Mechnik wird das rechte Standbein weggezogen, während er mit dem linken Fuß schießen wollte. Der Gefaulte schießt den Elfmeter selbst und schiebt den Ball in die rechte untere Ecke zum 2:2 Endstand. Trauriger Schlusspunkt der Partie in der 85. Minute. Stefan Selig kann es nicht lassen. Mit seinem dritten heftigen Foul in Folge kassiert er endgültig die gelb-rote Karte und muss das Spielfeld verlassen. Ich
Ich wollte nur meiner Mannschaft gratulieren, so diese guten zweiten Halbzeit, da hat sie alles gegeben. Ich denke, wir sind in gewissen Situationen hier klar benachteiligt worden. Aus meiner Sicht hätten wir den Sieg heute verdient gehabt aufgrund dieser zweiten Halbzeit. Meine Jungs haben alles gegeben, da bin ich stolz darauf. Wir haben nächste Woche ein Heimspiel gegen Würzburger Kickers. Das ist für uns das nächste Endspiel, das müssen wir gewinnen. Wenn wir das gewinnen, dann haben wir den Klassenerhalt. Ansbach hatten wir mit dem heutigen Punkt geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu und einen schönen Nachmittag. Oliver, die 38 Punkte, weiß ich noch nicht, ob die ganz reichen. Also so richtig gutes Gefühl habe ich noch nicht, aber wir haben es dasselbe mit der ersten Halbzeit natürlich zufrieden, weil meine Mannschaft da wenig zugelassen hat, ein Tor selber geschossen hat, vielleicht noch eins hätte machen können. Das Mittwochspiel hat auch einiges an Kraft gekostet und war für uns genauso intensiv. Und deswegen bitte ich auch die zweite Halbzeit ein wenig zu entschuldigen, beziehungsweise ein wenig milde über meine Mannschaft walten zu lassen, weil die Reaktion nach dem 2:1, die hat nämlich wieder gepasst. Da zeigte sich, dass die Truppe wirklich intakt ist und das Spiel nicht abgeben wollte, weil zu dem Zeitpunkt... stand ja Thannhausen mehr oder weniger schon als Sieger fest, dass wir dann so zurückkommen. Daher ein Riesenkompliment für meine Mannschaft.